Wenn wir uns mal die Lage an den Aktienmärkten anschauen, dann kann man sagen, alles auf extrem. Extrem angespannte Parameter, extrem angespannte Indikatoren und. Und normalerweise heißt das dann, entweder wir sehen eine technische Gegenbewegung, die sich gewaschen hat, also eine Monster-Rally, oder es ist schlichtweg ein Anzeichen für einen Crash, für eine totale Kapitulation, für einen totalen Rutsch. Beides ist möglich, aber wir wollen uns mal die Dinge anschauen, wie sie derzeit gelagert sind. Was wir hier zum Beispiel sehen, das sind die Aktien im S&P 500, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt sind oder über ihrem 100-Tages-Durchschnitt sind. Wir sehen über dem 50-Tages-Durchschnitt hier mittlerer Teil dieser Grafik weniger als 3% Extrempunkte normalerweise. Dreht der Markt in solchen Bereichen ähnlich unter dem 100-Tages-Durchschnitt unten, auch hier eigentlich schon in einem Extrembereich, der eine Wende vorhersagt. Wenn wir uns hier mal Advanced Decline Volume Index anschauen, also im Verhältnis steigende zu fallenden Aktien, dann sehen wir oben, wenn Sie da mal sich nach oben gucken, RSI schon weit unter 30 und hier diese Gitterlinien, diese blauen Linien, die hier eingezeichnet sind, zeigen, dass immer wenn wir solche Extrempunkte hatten, wie wir sie jetzt hatten, dann eine Drehung, eine Gegenbewegung gekommen ist. Es hat sich nicht der Trend geändert, davon ist auch jetzt nicht auszugehen, aber es ist jedes Mal eine Gegenbewegung dann gestartet von diesen Niveaus aus. Schauen wir uns mal den High-Low-Index an. Also das Verhältnis zwischen neuen Hochs und neuen Tiefs von Aktien, da sind wir auch schon ziemlich ausgebombt, aber da kann eben noch ein bisschen was dazukommen. Das wäre durchaus möglich. Hier vorhin die Grafik von Figuring Out Money, hier haben wir jetzt Ron Walker gesehen. Die technischen Indikatoren, alle praktisch auf extrem. Zwei davon hatte ich vorhin gezeigt. Sentiment extrem bearish, Breadth extrem negativ, also Marktbreite, Preisbewegungen extrem. Und möglicherweise brauchen wir hier oder sind wir hier, was die Zählung der Wellen betrifft. Manche halten das ja für Metaphysik, aber ich glaube, da sollte man zumindest aufgeschlossen sein, dass wir uns hier in einer Dreier-Abwärtswelle noch befinden, dann eine 4 kommt als bullische, als technische Gegenbewegung und dann noch eine 5 möglicherweise final als der ganz große Abverkauf, der dann am Schluss kommt. Und es kursieren schon solche Tweets wie hier. Die sagen also, wir haben jetzt den S&P 500 an mindestens 5 Tagen mindestens 0,75% fallen sehen zu einem 52-Wochen-Tief, also tiefster Stand seit einem Jahr und dann weiter gefallen. Das ist nur 1932, 1974 und 2008 passiert. Und wenn Sie unten mal in dieser Grafik gucken, dann sehen Sie einen Monat später meistens ziemlich dicke Verluste, aber nicht immer, aber 6 Monate später, 9 Monate später und vor allem dann ein Jahr später waren die Aktienmärkte dann höher gestanden. Jedes Mal andere Zeiten, jedes Mal eine andere Situation, gar keine Frage, aber zumindest gibt das ein bisschen Hoffnung. Aber die Futures heute Nacht nach unten gegangen, nachdem Apple seine Pläne aufgegeben hat, die Produktion für seine iPhones zu erhöhen aufgrund der schleppenden Nachfrage. Wir erinnern uns, Apple war mit der große Treiber in dieser Rallye, die wir bis Mitte August gesehen haben. Das hat die Futures nach unten gebracht. Dazu auch noch berichtet, dass die Apple News Seite gehackt wurde, also für Apple ein bisschen schwere Zeiten. Das überbewertetste Unternehmen, vielleicht nach Tesla zumindest, ist da schon sehr, sehr viel gutes Gelingen eingepreist, könnte man sagen. Largest US Equity Drawdowns. Hier sehen wir also die stärksten Rückgänge zwischen 1928 und 2022, ja. Und da gibt es nicht viele Perioden, wo wir stärkere Rückgänge gesehen haben, aber es war vor allem die 1932er Periode, hier ganz unten rechts, die sich sehr, sehr lange hingezogen hatte. Wir hatten in den 70ern solche Abschwünge, 73, 74 und so weiter, damals eben Hochinflation. Und dann auch 1987 natürlich dieser Flash Crash, könnte man sagen. Schauen wir uns mal an, was gestern passiert ist. Sieht jetzt nicht allzu bitter aus, aber wenn wir sehen, dass wir ja schon deutlich im Plus gewesen waren, vormittags auf Future-Basis, auch beim Handelsstart, aber dann sind die Renditen gestiegen, dann ist der Dollar weiter gestiegen. Das ist das Gift derzeit für die Märkte.
Wir sehen aber hier interessanterweise unten, wenn Sie mal gucken, Utilities und Consumer Staples, eigentlich zwei sehr defensive Sektoren, sind am Schluss, während Consumer Discretionary zum Beispiel, offensiver Sektor, sich sehr, sehr gut gehalten hat. Heute, und das ist ja praktisch mit der entscheidende Treiber, kommen Fed-Speaker, die Renditen steigen wegen der Fed, der Dollar steigt wegen der Fed. Heute wird zum Beispiel Jerome Powell sprechen, so Einleitungsbemerkungen machen, weiß man nicht, ob er was zur Geldpolitik sagt, aber viele andere werden sich heute auch äußern. Gestern hatte ja Evans schon gesagt, ja, ich werde ein bisschen nervöser jetzt, dass wir vielleicht zu weit gehen, weil wir gucken müssen erstmal, wie diese Zinsanhebungen wirken. Und ich glaube, das wird bald der Tenor sein, dass die Fed sagt, oh, das haben wir so nicht gemeint. Lasst uns doch erstmal abwarten, wie jetzt die Dinge kommen. Man wird weiter die Zinsen wahrscheinlich anheben, aber ob diese Jumbo-Schritte kommen, das ist eben die große Frage. Die Aktienmärkte jetzt mal eben 9 Billionen des amerikanischen Wohlstands praktisch, wie könnte man sagen, ausgemindelt, ja, da ist was passiert und dann haben wir solche Herrschaften wie Neil Kashkari, we are moving very, very aggressively, eins der doofesten aller Fed-Mitglieder hier, der André Agassi fürs Prekariat, aber er sagt hier, wir haben eine Menge an Tightening noch in der Pipeline. Aber wir registrieren auch, dass es sozusagen ein Time-Lag gibt, eine Zeitlücke zwischen den Zinsanhebungen und der Wirkung dieser Zinsanhebungen. Ich glaube, das wird das dominante Motiv irgendwann werden, wenn dann die Inflationsdaten sich bald deutlich abkühlen werden. So oder so, wir sehen eben schon fast chaotische Zustände an verschiedenen Märkten, etwa hier die 30-jährigen Mortgage Rates, über 7% gestiegen. Vor zwei Wochen sind wir das erste Mal über 6% gestiegen. Es geht also so krass rauf wie never ever before in einer Geschwindigkeit. Der US-Hausmarktsektor dürfte regelrecht abstürzen, wenn das so weitergeht. Wir sehen, dass die Anleihekurse abstürzen, weil eben die Renditen nach oben schießen, explodieren. Gibt es eine umgekehrte Relation, fallen die Kurse der Anleihen, steigen die Renditen und umgekehrt. Jedenfalls sehen wir, dass die Volatilität an den Anleihemärkten so groß ist, dass man schon von Panik sprechen kann. Der Move ist ja praktisch der Wix des Anleihemarktes, wie man sagen könnte. Und wir haben seit der Finanzkrise nur einen einzigen Tag gesehen, wo der Move höher war, also wo die Panik höher war. Das war der 9. März im Corona-Crash 2020. Und vor allem die Explosion des Dollars nach oben. Morgan Stanley erwartet den Dollarindex jetzt bei 118 zum Jahresende. Wir sind über 114 gestern gestiegen in diesem Dollarindex-Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Auch massiv über verkauft. Das geht schon teilweise über den Anschlag hinaus und normalerweise wäre es Zeit, dass diese extremen Parameter, die einerseits zu dieser Ausgebombtheit bei den Aktienmärkten führen, auf der anderen Seite zu dieser extremen Überspanntheit bei Renditen und Dollar geführt haben, dass das mal irgendwie zumindest eine Pause macht. Sie wissen, Fahnenstangencharts sind nie dauerhaft. Das versuchte ich schon mehrfach zu zeigen. Und gestern interessanterweise der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Dies, hat gesagt, ja, ich erwarte nicht einen Blaser-Akkord, um den Dollar zu schwächen. Der Blaser-Akkord war 1985, 22. September, also fast genau jetzt am Jahrestag 1985 im Hotel Plaza in New York, die G5-Staaten. Hier links sehen Sie übrigens Gerhard Stoltenberg. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht an ihn noch erinnern. Jedenfalls hat man da damals beschlossen, hier den Dollar zu schwächen. Warum? Weil durch die Zinsanhebungen der Fed damals unter Paul Volcker, also Parallele zu heute, aggressive Fed, die auf die starke Inflation reagiert, dazu dann noch eine extreme Fiskalpolitik durch Ronald Reagan. Das hat die Anleiherenditen nach oben getrieben, Dollarstärke also wegen den Zinsanhebungen, Anleiherenditen nach oben wegen der Fiskalpolitik von Reagan. Also das sind schon gewisse Parallelen, die wir hier sehen und es ist erstaunlich, dass jemand das explizit sagt, dass er das nicht erwartet. Goldman Sachs ist jetzt übrigens auf den Trichter gekommen, dass die Rezession noch nicht eingepreist sei in den Aktienmärkten. Die Herrschaften haben ein super Timing, vorher waren sie ständig bullish. Kommen wir jetzt zum geopolitischen Geschehen. Wie Wall Street Silver hier schreibt, und mir geht es auch so, warum habe ich das Gefühl, dass es jeden Tag irgendwie
einen weiteren Schritt auf eine Katastrophe zugeht. Diese Gasgeschichte, diese Nord Stream-Attacken, die extrem sind. Und jetzt ist natürlich auf mein gestriges Marktgeflüster genau das eingetreten, was ich prognostiziert habe. Jeder reitet im Grunde seine Weltsicht. Die Russen waren es. Viele, viele haben auch gesagt, die Amerikaner waren es. Ist doch klar, gibt es doch gar keinen Zweifel. Ich appelliere an Ergebnisoffenheit, denn die Motive sind bei sehr vielen Playern am Markt oder bei sehr vielen Playern, die hier beteiligt sind, durchaus gegeben. Bei den Russen etwa, die Pipelines werden eh nicht mehr genutzt. Putin weiß das, dass solange er an der Macht ist, diese Pipelines nicht mehr zum Einsatz kommen. Jetzt könnte man praktisch damit eine Botschaft senden, naja, wir werden auch etwa Pipelines, die aus Norwegen kommen, hier in die Luft sprengen können, dann wäre Europa ziemlich am Arsch, auf Deutsch gesagt. Also es gibt durchaus Motive auch seitens der Russen, während man gleichzeitig möglicherweise Naftogas, also den Ukrainern, das Gas abdreht, Europa dann praktisch den Energiekrieg erklärt. Nachvollziehbares Motiv. Die Amerikaner könnten sagen, ach, weißt du, wir nehmen den Europäern mal die Entscheidung ab. Ich hatte gestern gezeigt, dass da große Kriegsschiffe eben genau durch diese Abstände zwischen den Pipelines gefahren sind und möglicherweise Polen hier. Radek Sikorski, ehemaliger Verteidigungs- und Außenminister Polens, der jetzt im Europaparlament sitzt, der sagte, danke USA, also der sagte praktisch oder meinte, die USA seien das gewesen und bedankt sich bei denen. Wir sehen auch, diese ganze Geschichte ist ja auch nicht allzu weit von der polnischen Küste. Die Polen hätten natürlich auch ein Motiv. Diese Baltic Pipe, die jetzt von Norwegen nach Polen geht, ist für Polen natürlich sehr gut. Und also es ist unglaublich, was da an Potenzialen vorhanden ist. Umweltradikalisten, praktisch die Fundamentalisten unserer Zeit, die der Islam hat die Islamisten, Fundamentalisten, wir haben praktisch auch religiös Übersteigerte, das sind unsere Klima-Taliban, könnte man sagen, aller Neubauer und so weiter und so fort. Manche davon sitzen auch in der Regierung. Eins scheint jedenfalls klar, hier, es handelt sich um einen Anschlag, das ist jetzt schlichtweg klar. Die CIA hat die Bundesregierung vorher genau vor solchen Dingen gewarnt. Also es ist unendlich lustig oder unlustig, was da passiert. Also das ist auf jeden Fall interessant. Jedenfalls sehen wir hier diese Baltic Pipe. Die ist praktisch gestern mit an den Start gegangen, mehr oder weniger an dem Tag, wo jetzt dann Nord Stream 2 kaputtgeschossen wurde, kaputtgesprengt wurde. Aber wie gesagt, wenn jetzt sozusagen diese norwegischen Pipelines oder diese Pipeline aus Norwegen sabotiert würde, angegriffen würde, dann hätten wir ein echtes Thema. Also das ist auf jeden Fall eine Radikalisierung, eine Eskalation, eine weitere Eskalation in dieser Situation. Jetzt die Referenden. Was für eine Überraschung, meine Damen und Herren. Das sind ja die Wahlen in China. Zum Politbüro oder damals in der DDR unter der Erich Honecker sind da also deutlich offener gewesen. Hier sehen wir, dass Saporischschja 93% zugestimmt haben, angeblich Kherson 87%, Luhansk 98% und Donetsk 99%. Weitere Eskalation, wenn die ukrainischen Truppen diese Gebiete jetzt angreifen. Russland hätte gesagt, das ist praktisch jetzt Russland. Wir werden sehen. Wir sehen auf jeden Fall, dass das Konsumklima, GfK-Konsumklima, hier ins Bodenlose gestürzt ist. Neuer allzeit tiefer Rekord mit minus 42,5 Punkten. Deutlich krasser als in jeder Corona-Situation. Das ist schon extrem, wie die Leute jetzt merken, wie die Dinge praktisch aus dem Ruder laufen. Und es wird Gas eingespart, 22% weniger Gas. Verbrauch in Deutschland als in den Vorjahren. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat dann an den Chef der Netzagentur Müller mal die Frage gestellt, naja, wie viel fällt denn da auf Einsparungen zurück seitens Konsumenten oder Wirtschaft und wie viel ist schlichtweg durch Produktionsstilllegung der Fall? Bisher noch keine Antwort von Herrn Müller, der hat auch wahrscheinlich ein bisschen was zu tun derzeit, gell? Aber es zeigte, wie krass die Dinge hier aufgestellt sind. Einige Empfehlungen, meine Damen und Herren. Warum die US-Schulden das größte Problem darstellen und die Fed eine Schuldenbombe zum Explodieren bringt, wenn sie so weitermacht, zeigt Wolfgang Müller in diesem Artikel. Erste dringende Empfehlung. Zweite Empfehlung. Kontraindikatorisch ein bisschen. Heute Hang Seng wieder deutliche Minus-China-Aktien im Minus, zumindest der Hang Seng in Hongkong.
aber Lockdown endet und man kann sich vorstellen, dass Xi Jinping nicht unbedingt möchte, dass die Aktienmärkte absaufen während des Volkskongresses, der am 16. Oktober beginnt. Also hier mal eine interessante Perspektive. Was für Mutige, vielleicht der Hang Seng Index. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, und letzte. Heute 19 Uhr, Boom und Bust, mit Stefan Risse und mir. Crash die Fed die Märkte, weil sie mit Zinsen übertreibt. Da werden wir das Geschehen diskutieren, von verschiedensten Seiten beleuchten. Ich mache Ihnen den Link unter das Video. Das Ganze 19 Uhr, deswegen das Markeflüster heute auch wieder früher. Also unbedingt anschauen, wenn Sie auch so, wie soll ich es mal sagen, aufgeregt sind über das, was derzeit in dieser immer krasseren Situation passiert. Drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.